Meine lieben Abiturienten, meine lieben Abiturientinnen, ich heiße euch herzlich willkommen im virtuellen Kursraum für Deutsch. Heute beschäftigen wir uns mit dem Leseverstehen auf dem Grundniveau im Fach Deutsch und wir analysieren die Aufgaben 2 und 3. Was erwartet euch in dieser Lektion? Wir werden Aufgaben zum Leseverstehen analysieren, Lesestrategien nennen und anwenden und die Aufgaben 2 und 3 aus dem Prüfungsheft zum Leseverstehen auf dem Grundniveau zusammen lösen. Um mitmachen zu können, braucht ihr ein Heft oder leere Blätter, einen Bleistift oder Kugelschreiber zum Schreiben und natürlich das Internet, sodass ihr dann behändigt Tablet oder Computer am Kurs teilnehmen könnt. Ihr könnt das Video auch jederzeit pausieren, wenn ihr etwas noch einmal hören wollt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Prüfungsteil Lesen. Im Prüfungsheft befinden sich 5 Aufgaben, mit denen das Leseverstehen überprüft wird. Und bei jeder Aufgabe könnt ihr 6 Punkte erreichen. Wiederholen wir, welche Aufgabentypen euch im Prüfungsheft erwarten. Es ist auch wichtig zu wissen, dass im Abitur im Fach Deutsch die Aufgabentypen immer gleich sind. Aufgabe 1 ist also eine Zuordnungsaufgabe. Hier erwarten euch 6 Texte zu einem bestimmten Thema und ihr sollt zu jedem Text die passende Überschrift finden. Bei der Aufgabe 2 handelt es sich um eine Mehrfachwahlaufgabe. Ihr sollt den Text lesen und bestimmte Informationen finden und die richtige Antwort ankreuzen. Bei der Aufgabe 3 handelt es sich um einen Dialog und ihr sollt die Satzlücken ergänzen. Aufgabe 4 und Aufgabe 5 sind Lückentexte. Bei der Aufgabe 4 handelt es sich auch um eine Mehrfachwahlaufgabe. Die Antworten sind also schon angegeben. Ihr sollt nur das passende fehlende Element finden. Bei der Aufgabe 5 handelt es sich um einen Lückentext, wo ihr das passende Element ergänzen sollt. Heute analysieren wir die Aufgaben 2 und 3 aus dem Prüfungsheft Lesen. Fangen wir an mit Aufgabe 2. Bei der Aufgabe 2 handelt es sich um eine Mehrfachwahlaufgabe. Wir haben also einen Lesetext zu einem bestimmten Thema und in diesem Text sollen wir spezifische Informationen finden. Unter dem Text befinden sich die Fragen zum Text und mögliche Antworten sind angeboten. Eure Aufgabe ist es, den Text zu lesen und die richtige Antwort anzukreuzen. Uns interessiert die Antwort auf die Frage, welche Lesestrategien kann ich anwenden? Auf den nächsten Folien lernen wir ein paar Lesestrategien kennen, die uns helfen können, die Aufgabe zum Leseverstehen leichter zu lösen. Schon das letzte Mal haben wir uns bei der Analyse der Aufgabe 1 mit Lesestrategien beschäftigt. Diese Lesestrategien können wir auch bei der Aufgabe 2 anwenden. Zuerst sollt ihr die Aufgabe lesen. Es ist sehr wichtig, die Aufgabe zu lesen, denn dann wisst ihr, was euch erwartet. Lesen wir zusammen die Aufgabe. Lesen Sie den folgenden Text. Wählen Sie für jede Frage 7 bis 12 die richtige Antwort A, B oder C aus. Übertragen Sie Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Was erfahren wir? Wir erfahren, dass wir für jede Frage die richtige Antwort auswählen sollen. Dann lest den Titel. Der Titel gibt euch die Information darüber, worum es im Text geht. Wir aktivieren unser Vorwissen und stellen uns die Frage, was weiß ich schon
über dieses Thema. Und außerdem können wir Hypothesen bilden, weil wir uns die Frage stellen, worum es im Text gehen könnte. Nachdem ihr den Titel erfahren habt und die ersten Vermutungen zum Text gemacht habt, müsst ihr die Fragen lesen. Lest die Fragen unbedingt vor dem Lesen des Textes. So verschafft ihr euch einen Überblick über den Text und ihr wisst ganz genau, auf welche Informationen ihr euch beim Lesen konzentrieren müsst. Und ich möchte euch auch sagen, dass ihr nicht in Panik geraten sollt, falls ihr ein Wort nicht versteht. Lest den Text und versucht, die unbekannten Wörter aus dem Kontext zu erschließen. Und findet Schlüsselwörter. Schlüsselwörter führen euch zur richtigen Lösung. Nesmi vas uhvatiti panika ukoliko neku riječ ne razumijete. Pročitajte tekst, pa pokušajte nepoznate riječi objasniti uz pomoć konteksta. I pronađite ključne informacije. One će vas odvesti do točnog rješenja. Hier sind die Fragen zum Text Maskenbildnerin. Liest alle Fragen vor dem Lesen des Textes. Es ist auch wichtig zu wissen, dass alle Antworten zu einer Frage inhaltlich mit dem Text verbunden sind. Aber nur eine Antwort ist richtig. Pročitajte pitanja prije čitanja samog teksta. Važno je znati da su svi ponuđeni odgovori sadržajno povezani s tekstom, ali samo jedan odgovor je točan. Pausiert jetzt das Video und liest die Fragen. Lest jetzt den ersten Teil des Textes, in dem sich die Antworten auf die ersten zwei Fragen zum Text befinden. Konzentriert euch auf das, was gefragt wird und findet die Schlüsselwörter. Kreuzt dann die richtige Antwort an. Pausiert jetzt das Video, lest den Text und versucht, die Fragen zu beantworten. Wo befindet sich die Wunde? Das war unsere erste Frage. Die Schlüsselwörter in dieser Frage sind wo die Wunde. Also wo ist die Wunde? Beim Lesen sollten wir uns auf diese Information konzentrieren. Vielleicht haben einige von euch das Wort Wunde nicht verstanden. Aber in den Antworten konntet ihr lesen, dass sich die Wunde entweder am Hals, am Nacken oder im Gesicht befindet. Wenn ihr dann versucht habt, euch auf die Schlüsselwörter zu konzentrieren, konntet ihr auch die Antwort auf die Frage finden, und zwar befindet sich die Antwort hier. Die Wunde an der Stirn ist tief und blutig. Die Stirn ist dieser Körperteil hier oben. Und so lautet die richtige Antwort auf unsere Frage, wo befindet sich die Wunde? Im Gesicht. Die zweite Frage. Warum macht Julia heute einen Zombie? Wir sollen uns also darauf konzentrieren, warum Julia heute einen Zombie macht. Beim Lesen konntet ihr dann folgende Information finden. Deshalb muss sie jetzt viel üben. Das Wort deshalb gibt uns das Signal, dass sich die Antwort im Satz vor diesem befindet. Und da steht, im Sommer hat sie ihre Abschlussprüfungen. Jetzt ist es nicht schwer, sich für die richtige Antwort zu entscheiden. Die richtige Antwort auf die Frage, warum macht Julia heute einen Zombie, lautet, sie probt für das Examen. Kommen wir dann zum zweiten Teil des Textes. Lest zuerst die Fragen und Antworten und erst dann den Text. Konzentriert euch auf das Wesentliche, findet die Schlüsselwörter und kreuzt dann die richtige Antwort an. Ihr könnt das Video jetzt pausieren. Was schafft Julia? Wir sollen uns darauf konzentrieren, was Julia schafft. Leute zu verbinden. Leute zu verändern oder Leute zu verwechseln. Die richtige Antwort befindet sich gleich hier oben.
Sie schafft es, Junge zu Alten, Dünne zu Dicken und aus Menschen Tiere zu machen. Die richtige Antwort auf die Frage, was schafft Julia, lautet, Leute zu verändern. Die zweite Frage, für wen sind Ihre Masken? Wir sollen uns also darauf konzentrieren, für wen die Masken sind. Lesen wir die möglichen Antworten. Sie entsprechen nur einer Person. Sie sind für wenige Leute gemacht. Sie passen allen Menschen. Beim Lesen konntet ihr dann folgende Information finden. Individuell dem Träger angepasst. Das ist die Information, die wir brauchen, um die richtige Antwort anzukreuzen. Die richtige Antwort auf die Frage, für wen sind Ihre Masken, ist deshalb, sie entsprechen nur einer Person. Zwei Fragen sind uns noch übrig geblieben. Lest wieder zuerst die Fragen und die Antworten dazu und dann zuerst den Text. Beim Lesen konzentriert euch auf das Wesentliche, findet die Schlüsselwörter und kreuzt dann die richtige Antwort an. Ihr könnt das Video jetzt wieder pausieren. Was muss eine Maskenbildnerin haben? Viel Glamour, viel Freizeit oder viel Geduld? Beim Lesen konntet ihr folgende Information finden. Man muss also sehr geduldig sein. Die Antwort auf unsere Frage lautet deshalb C. Viel Geduld. Unsere letzte Frage zu diesem Text. Welche Erfahrungen findet Julia am wichtigsten? Ihr solltet euch beim Lesen also darauf konzentrieren, welche Erfahrungen am wichtigsten sind. Die aus dem Theater, die aus dem Film oder die aus der Mode. Habt ihr die Information im Text gefunden? Sie befindet sich hier. Viel Praxis, vor allem im Theater. Die richtige Antwort auf die Frage, welche Erfahrungen findet Julia am wichtigsten, ist A, die aus dem Theater. So, das war unsere letzte Frage zur Aufgabe 2 und ich hoffe, dass ich euch die Lesestrategien, die euch beim Lösen dieser Aufgabe helfen können, etwas näher gebracht habe. Weiter geht's mit der Aufgabe 3. Bei dieser Aufgabe sollt ihr Einzelheiten im Text verstehen und Satzlücken ergänzen. Auf der einen Seite habt ihr einen Dialog, in dem die Sätze fehlen, und auf der anderen Seite sind die fehlenden Antworten. Bei dieser Aufgabe habt ihr immer auch ein Beispiel und wie ihr sehen könnt, ist es fett abgedruckt. Dieses Beispiel ist immer die Antwort auf die erste Frage. In der Aufgabe 1 und 2 haben wir schon einige Lesestrategien kennengelernt. Was glaubt ihr, welche von diesen Lesestrategien könnt ihr auch hier anwenden? Zuerst sollt ihr natürlich die Aufgabe lesen, um zu erfahren, worum es in der Aufgabe geht. Lesen wir zusammen die Aufgabe. Lesen Sie den folgenden Text. Wählen Sie für jede Lücke 13 bis 18 den fehlenden Satz A bis G aus. Jeden Satz können Sie nur einmal wählen. Ein Satz bleibt übrig. 0 ist ein Beispiel. Übertragen Sie Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Welche Informationen habt ihr bekommen? Ihr sollt für jede Lücke den fehlenden Satz finden. Jeder Satz kann nur einmal gewählt werden und ein Satz bleibt übrig. Wie geht es dann weiter? Lest zuerst den Titel. Dann wisst ihr, worum es im Text geht, könnt euer Vorwissen aktivieren und auch Hypothesen zum Inhalt des Textes bilden. Dann lest die Fragen. Ihr wisst, dass wir in der deutschen Sprache zwischen W-Fragen und Ja-Nein-Fragen unterscheiden.
Das kann euch beim Sortieren der Antworten helfen. Lest dann die Antworten. Sucht nach Schlüsselwörtern, die die Fragen auf der einen Seite mit den Antworten auf der anderen Seite verbinden. Sortiert dann die Informationen und ergänzt die passende Antwort. Pausiert jetzt das Video und löst die Aufgabe. Unter dem Link bit.ly/niem2019 könnt ihr das Prüfungsheft finden, in dem sich die Aufgabe befindet. Analysieren wir jetzt die Aufgabe zusammen. Vergesst nicht, dass ihr bei dieser Aufgabe immer ein Beispiel habt. Es ist fett abgedruckt und die Antwort auf die erste Frage. Konzentrieren wir uns jetzt auf die restlichen Fragen. Die erste Frage: Hast du früher andere Sportarten gemacht? Wie ihr sehen könnt, beginnt diese Frage mit einem Verb. Wenn in der deutschen Sprache eine Frage mit einem Verb beginnt, dann muss die Antwort mit einem Ja, Nein, Doch oder Natürlich beginnen. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, aber das sind die häufigsten. Wenn wir die möglichen Antworten analysieren, können wir sehen, dass wir hier zwischen zwei Möglichkeiten wählen können. B und E. Um sicher zu sein, welche Antwort passt, müssen wir uns auf die Schlüsselwörter konzentrieren. Hast du früher andere Sportarten gemacht? Die Information bekommen wir hier. Ja, natürlich, als ich jünger war, habe ich Fußball gespielt. Die richtige Antwort auf unsere Frage befindet sich also unter der Möglichkeit E. Kreuzen wir die Antwort an. Die zweite Frage: Wann hast du deine Leidenschaft fürs Mountainbiken entdeckt? Die Information bekommen wir hier. Mit 12 Jahren habe ich mich fürs Mountainbiken begeistert. Die richtige Antwort auf diese Frage befindet sich also unter A. Die dritte Frage: Ist dieser Sport nicht gefährlich? Die Frage beginnt mit einem Verb. Wahrscheinlich ist Antwort B korrekt, aber trotzdem müssen wir uns auf die Schlüsselwörter konzentrieren. Ist dieser Sport nicht gefährlich? Doch, auf der Rennstrecke kann es manchmal sehr schnell werden. Die Antwort passt, also richtig ist Antwort B. Kreuzen wir sie wieder an. Was ist dir bei einer Fahrt am wichtigsten? Wenn ihr genau gelesen habt, könnt ihr die Information hier finden. Das ist schwer zu sagen. Ich versuche immer, eine Strecke so schnell wie möglich zu fahren und dabei keine Fehler zu machen. Korrekt ist also die Antwort F. Was war dein bisher schönstes Erlebnis? Die Antwort auf diese Frage befindet sich hier. Ich habe mich am besten gefühlt, als ich das Rennen bei der Europameisterschaft gewonnen und die Goldmedaille mit nach Hause genommen habe. Die richtige Antwort ist also D. Und die letzte Frage: Was wünschst du dir für die Zukunft? In erster Linie Gesundheit, damit ich noch lange Spaß am Fahrradfahren haben kann. Die korrekte Antwort ist also C. Kreuzen wir sie wieder an. Wie ihr sehen könnt, ist es wichtig, Lesestrategien zu kennen, denn dann ist es einfacher, die richtige Antwort zu finden. Und am Ende noch die Kontrollliste. Hier könnt ihr kontrollieren, ob ihr die Lernziele heute erreicht habt. Nehmt euch kurz Zeit, lest die Aussagen und entscheidet euch dann entweder für das Häkchen oder für das X. Was solltet ihr heute lernen? Ich kenne verschiedene Lesestrategien. Ich kann Lesestrategien anwenden. Ich kann Aufgaben zum Leseverstehen lösen. Meine lieben Abiturienten, meine lieben Abiturientinnen,
Ich hoffe, ich konnte euch die Lesestrategien etwas näher bringen und ich wünsche euch viel Erfolg beim Abitur.